Die Liebesgeschichte von Elon Musk und Grimes ist zu Ende erzählt. Der Unternehmer und die Musikerin sind kein Paar mehr. Das bestätigt der Tesla-Geschäftsführer vor kurzem gegenüber einem US-Magazin. Wir sind getrennt, aber lieben uns nach wie vor sehr. Wir sehen uns regelmäßig und haben ein tolles Verhältnis. Für viele Fans kommt die Trennung der beiden total überraschend. Immerhin werden die zwei noch im Mai 2020 Eltern eines Sohnes. Und auch sonst erscheint die Beziehung der beiden wie ein modernes Märchen. Promiflash blickt für euch auf die Love Story von Elon und Grimes zurück. 2018 lernen sich der SpaceX-Gründer und die Sängerin über Social Media kennen. Ganz unverblümt schreibt das Technikgenie der Kanadierin eine Insta-Nachricht und landet damit einen Volltreffer. Die beiden haben den gleichen Humor, verlieben sich und werden ein Paar. Noch im gleichen Jahr machen sie ihre Romanze bei der Met Gala öffentlich. Nach einigen Auf und Abs folgt im Januar 2020 dann der nächste Hammer. Die Songwriterin bestätigt ihren Fans ihre erste Schwangerschaft. Ich hatte am Anfang einige Komplikationen, ein anständiges zweites Trimester, aber seit der 25. Woche schmerzt es überall. Grimes verrät aber auch, das Baby ist geplant. Es war wirklich tiefgreifend für mich, als ich beschloss, ungeschützten Sex zu haben. Ich habe meine Macht in diesem Moment geopfert. Im Mai kommt schließlich ihr Sohnemann zur Welt, wie der stolze Papa im Netz bestätigt. Dem Baby und der Mama geht es gut. Auf die Geburt folgen jedoch turbulente Zeiten, denn der Name des Kleinen sorgt für Ärger. Xash A12 wird vom Staat Kalifornien nicht akzeptiert, sodass Elon und Grimes die Schreibweise ändern. In den vergangenen Monaten zeigen die zwei ihren Nachwuchs dann immer mal wieder ihrer Community und genießen offenbar das Leben als Familie. Ende September dann jedoch der Schock. Die Neueltern geben das Ende ihrer Beziehung bekannt. Obwohl der Geschäftsmann zuvor noch beteuert, dass die zwei im Guten auseinandergehen, beginnt kurz darauf ein kleiner Rosenkrieg. Grimes schießt öffentlich gegen ihren Ex, nennt ihn unter anderem unreif. Auch die Reisepläne des 50-Jährigen auf einen unerforschten Jupitermond nimmt sie auf die Schippe. Ich werde Europa ohne Elon mit einer lesbischen Weltraumkommune kolonisieren. Ihr Verflossener reagiert bis dato nicht auf diese kleinen Sticheleien, wohl aus gutem Grund. Für Elon und Grimes dürfte nun doch vor allem das Wohl ihres kleinen Sohnes an erster Stelle stehen.